So, ihr seht's auch hier, Sternweg, Sonnenweg, ja. Speichern. Ich würde sagen, den Reitbord reparieren. Den brauchen wir nämlich noch. Und ich will den Reitbord nicht, ja, unbedingt halt mit Energie füttern oder mit Reparaturpulver. Deswegen reparieren wir ihn bei Cedric. Kostet ja nichts. Den verbessern wir auch jetzt mal. Wir können uns nämlich einen besseren Kern leisten. Im Übrigen, die Raupe können wir uns auch mit EP kaufen, aber ich weiß nicht. Ich baue sie mir lieber. Warte mal, was brauchen wir nochmal dafür? Für die Raupe. Eine Tierhaut und 27 Metallstücke. Alter, 27. Kaufen wir lieber 57. Ich glaube, Metall ist auch nicht so teuer. Ja, ich brauche Metall. 57 Stück. Metall haben wir da. Stück, bitte. Ach ja, und die Tierhaut. Ein Stück. Die wir nicht von ihm hier bekommen, wahrscheinlich. Sieht nicht so aus. Nee. Bauen. Raupe. Tierhaut. Tierhaut. Ich glaube, ich brauche 3 Tierhaut. Denn ich baue jetzt mir erstmal das hier. Voila. So, wo ist das Akkufass? Da. Wechseln. Ich denke mal, es ist auch besser. So. Tierhaut. Wo kriegen wir Tierhaut her? Natürlich, in Pornbranks. So viel Zeit muss sein. 3 Tierhaut. Und natürlich dieses, aktuelle Fass verkaufen. Weil wir das nicht mehr brauchen und spektrumieren, das ist Schwachsinn. Das ist wahres Geld, was wir dann spektrumieren würden. Und wir brauchen Geld. Der hat Tierhaut. Hier, Tierhaut. 3 Stück, bitte. Wow. Gerade noch so gepasst. So, ein Akku verkauft. Was ist das? Verbesserter Kern. Kernbauteil baut deinen eigenen Roboter. So, bauen wir uns die Raupe. Gegenstand. Damit sind wir auf jeden Fall schneller. Wo ist die Raupe da? Und diese komischen Füße werden jetzt verkauft. Nochmal sie da. Ich weiß nicht, soll ich auch Waffen verkaufen? Nee, die bringen nicht viel ein. Man kann die Waffen ja auch aufwerten bis plus 5 und dann spektrumieren.
lohnt sich. So, nochmal alles. Ja, okay, ich werde auch jetzt mich reparieren schnell. Viel Geld haben wir nicht. Speichere jetzt nochmal. Und wir können das nächste Level angehen. Werden wir das mal. Abschließen ohne zu heilen. Das denke ich mal nicht so schwer, ne? Leider brauchen wir wirklich alle Medaillen. Das ist leider ätzend. Das wird eine Herausforderung. Besonders wegen den Zeitdingern. So, und wir gucken uns unseren Ridepod jetzt mal an. Apropos Ridepod. Wir haben ja hier noch den Clownrumpf. Was ziemlich teuer sein wird. Wir haben auch Bomben. Waffen. Clownsschuhe vielleicht noch. Ah nee, die Clownsschuhe sehen nicht so toll aus. Ohne heilen. Das ist nicht so schwer. Denn wir können... Spinnendame. Mit der war nichts, oder? Mache ich erstmal die nutzlosen Fotos weg. Was ist denn die Schwachstelle der Spinnendame? Es gibt ja bestimmte Waffen, die besser sind als ja andere. Versuchen wir mal Monika. Monika. Scheint schon ein Schwachpunkt zu sein. Alter. Dreckige... Diese böse, böse, böse alte Dame. Mal sehen, was das Ding mir bringt. Komm, 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 Engel, Engel, Engel. Ja. Hat deine GP und alle Statusnachteile geheilt. Yay. Perfekt. Perfekt. Ohne Heilen. Geht das. Man darf nur keine Heilungsgegenstände benutzen. Oh, fuck. Ein Jagdfuchs. Meine Knarre. Ich glaube, Schwert ist ziemlich... Ja,
Okay, ich denke mal, hier wird Monika ziemlich gut sein. Dann behalte ich sie mal hier. Man muss auch ein bisschen abwechseln. Mal so, ne? Max war ja in letzter Zeit sehr viel unterwegs. Jetzt nehmen wir Monika mal mit auf Reisen. Alter. Die legt noch mal an. So, erwischt. Selbst der Tigergreif war nicht so schwer. Obwohl ich da lieber ein Rideboard benutzen würde. Nein! Oh, Gott sei Dank. WP geheilt. Gut. Gehe ich mich zufrieden mit? Ach, Scheiße. Du heilst dich. Schwachpunkt, also das Schwert. Wunderbar. Hier kann man aber nicht so schön gegen die Elementare und so kämpfen wie im Vorgänger. Ich finde hier, das Spiel ist ein bisschen schwerer als der Vorgänger. Weil der Armreif hier mir nicht so viel bringt. Weil ich gehe beim Fernkämpfern gerne mal in den Nahkampf. Ah, ich glaube, Fernkämpfer muss ich im Nahkampf machen und Nahkämpfer im Fernkampf. Ich glaube, hier muss man es umgekehrt tun. Genauso wie ich es gerade gesagt habe, machen am besten. Umgekehrt, als ich es bei Dark Lord gemacht habe. Ihr seht ja schon... Alter! Was ein Arsch. War ich nicht drauf vorbereitet. Okay, wir könnten eigentlich schon raus, aber nein. Jawohl. Für 2 Mimis. Was soll das? Es sollten besondere Sachen drin sein, wie Medaillen oder Waffen. Ganz ehrlich. Ich fand das im Dark Cloud schon besser gelöst. Kann es sein, dass die Typen von Level 5 einfach keine neuen Ideen hatten für ein weiteres Dark Cloud? Aber man kann doch immer irgendwas bauen. Eine neue Zivilisation, man landet auf einer Insel, die unbewohnt ist, man baut da neu auf oder so. Neuer Kontinent. Ihr wisst schon. Also ein neues Szenario. Es gibt immer eine Möglichkeit. Nee, das ist nicht möglich. Der legt den nicht an. Der Jagdputz ist nicht mehr. Yay, Minons. Die kennen wir ja auch noch aus dem Vorgänger. Sehen für mich aus wie Fuzzis. Und das sieht für mich aus wie ein Fall für Maximilian Rideport. Dann mach ich gleich die Spinnen da hinterher. Alter, hat der erste Schuss wirklich nur 4 Schaden gemacht? Ich habe mich schon erschreckt.
Aber ihr merkt schon, der Ridepod viel, viel schneller unterwegs. Wir haben noch kein Zauberamulett, ne? Zauberstein. Ich guck dann mal, ob da vielleicht Gegner sind. Wenn da nämlich Gegner sind, wäre es doof, da nochmal hinzulaufen. Na, sind keine, okay. Aber ein Stein, den ich wegschmeißen kann. Und Brot. Brot ist gut. Können wir uns mit heilen. Noch nicht nötig. Ach stimmt, wir haben das Zauberamulett schon. Ah, ich Idiot. Da unten ist ja nämlich schon nur noch der rote Sack da. Okay, was bist du? Ist eine Spinnendame. So, alle Gegner erledigt. Ohne Heilen abgeschlossen. Kann es sein, dass es da so einen kleinen Lag gibt? So ein Soundbug oder so? Dass der Sound kurz aussetzt oder so? Jetzt schon das zweite Mal, dass ich es bemerkt habe. Okay. Die sehe ich. Ohne Heilenziel erreicht. Orden erhalten.